Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Enshrouded. So, ich habe jetzt mal das Schwert ein bisschen aufpoliert hier, was wir jetzt hier so schön haben, gefunden haben. Es macht 10 Schaden mehr. An und für sich ist es fast genau dasselbe, aber es leuchtet blau. Es ist blaues Licht. Finde ich eigentlich ganz cool. Sieht auch ganz cool aus, ist jetzt Level 15 geworden. Ich habe jetzt nochmal auf dem Holzbogen umgewechselt. Weil die nächsten Zauber kosten ja mehr Mana, dafür brauchen wir dann ein bisschen mehr Intelligenz. Da müsste man dann mal gucken, dass wir dann so ein bisschen mehr in den Fähigkeiten hier voranschreiten. Ja gut, wir müssten ja eh noch ein bisschen leveln, noch ein paar Dinger und aufbauen und bla und Keks und Welt erkunden gehen und es gibt noch so viel zu tun. So, ich würde jetzt gerne, ich habe mir jetzt hier hinten das mal markiert, da ist auch ein Schrein der Flamme in der Nähe, denn von dort aus, wenn das klappt, dann hier hoch und so, ja, wir haben hier noch sehr, 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 sehr viel zu erkunden. Dann wollen wir das Schwert doch gleich mal austesten. Mal gucken. So, aber erstmal, erstmal trinken, was essen und jetzt kann mich auch erstmal nichts mehr überraschen. So. Hier waren wir ja schon mal, ne? Genau. Hier ging es ja durch und hier waren übelst viele Gegner. Mal sehen, was sie von meinem neuen Schwertchen halten. Ha! Hast du gedacht, wa? Hehehe, ich hab dich nicht vergessen. Lass mich doch mal blocken hier. Und wer zu viel blockt, hat verloren. So. Ja gut, können wir gleich weitergehen. Achso, das, nee, das war die Krypta, wo wir was drinne. Genau, Krypta des Schreiners hatten wir hier. Wir kommen ja von hier aus gar nicht rüber. Ich muss wieder zurück. Das war die Krypta des Schreiners. Da kommen wir gar nicht rüber. Naja, gut. Ich hab's gerade gesehen. Ich wollte gerade runterspringen, aber das, das hätte den Tod bedeutet. Dann kann ich überall runterspringen. Man sieht halt auch durch den Nebel nicht so viel. Na, komm raus aus dem Nebel. Gleich einen an Döds. Können wir jetzt die ganzen Brutlingbeine, könnten wir ja auch die nächste Mal richtig umcraften und alles. Bis jetzt muss noch nicht. Muss noch nicht. Aber mal schauen. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Weiß auch nicht, ob es vielleicht mit einer Ach so, ich stand schon wieder auf so einer Pestbeule. Ob es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes gibt. Da hinten läuft sogar Lava runter. Aber komm, ich glaube, wir könnten mal da hinten zum Turm jetzt durchgehen, weil dann wäre das doch eine Schnellreisepunkt. Ja, macht doch schon mal gut Schaden. Zack. So, dann gebt mal gleich eure Knochen und euer Fleisch her. Das Einzige, was jetzt nachteilig ist, dadurch, dass es halt jetzt nur ein episches Schwert ist statt ein legendäres, es hat ein bisschen weniger Haltbarkeit. Könnte man vielleicht nochmal mit den einen Perk zurechtweisen, aber mal gucken. Bis jetzt, es leuchtet ja sogar im dunklen Blau. Mal sehen, ob es genauso ist wie die heulende Klinge. Ja, noch die bronzene Klinge drinne, aber bei der bin ich mir halt nicht so sicher. So, dann nehmen wir hier nochmal ein bisschen Wachs und Honig mit, falls wir wieder Kerzen machen wollen. Und immer weiter in die Richtung. Ich glaube, es wäre sogar schlauer, jetzt den Turm zu nehmen, weil dann hätten wir hier nochmal eine Schnellreise, ne? Wenn wir das Turmrätsel lösen. Bevor wir da hinten zur Quest gehen. Niederrauen warte.
Vom Turm könnten wir dann halt auch fast überall hinsegeln. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Gehen wir mal dahin. Weil soweit könnte ich ja... Na gut, ich habe jetzt ein bisschen was mit. Na, erstmal Wachs mitnehmen hier. Wir müssen halt nur bis ganz nach oben schaffen. Na gut, dann... Komm, dann haben wir Schnellreisepunkt. So. Oh, besserer Heiltrank. Sehr schön. Ja, guck mal, brauchen wir auch gar nicht herstellen. Wir finden alles. Wasser. Erstmal Überlebenstrank, mal sehen. Wir brauchen zwei, um weiterzukommen. Mhm. Einen sehe ich schon. Wir kriegen hier nochmal schönartig Metallplatten. Ha! Einfach rübergesprungen. Ja, easy, würde ich sagen, ne? So, nochmal Wasser. Und nochmal ein bisschen Harz. Und einmal ganz fix. Oh, hier geht's dann einfach weiter. Mal rausgucken. Oh, Alter, die Sonne bleicht dir ja wirklich das Gesicht weg, wenn du vom Dunkeln ins Helle reingehst. Eieiei. So, aber komm. Weiter nach oben. Ah, ein Mana-Trank. So, dafür brauchen wir einen, den wir hier irgendwo finden müssen. Warum ist das nicht aktiv? Mhm. Hier haben wir nichts. Sobald ich den Schalter betätige, wird es aktiv, oder? Aber zu easy. So, die Dinger hier sollten wir mal so wegkacken. Ein paar Metallplatten, Bandagen. Wir sollten auch mal gucken, dass wir vielleicht den Schmied nochmal was Gutes tun. Vielleicht mal für eine neue Rüstung oder so. Oh, guck mal, kleine Heiltränke. Haben wir doch gleich alle da. Wer muss das herstellen, wenn man es finden kann? So. Gleich nochmal alles mitnehmen. Dafür brauchen wir einen. Hier, die Tür können wir öffnen. Noch mehr Mana-Tränke. Wird's hier reingerannt. Mir erstmal Überlebenstrank. Okay, hier hinten geht's schon weiter. Aber wir haben da noch was anderes gesehen. Gut, hier habe ich ein Knöpfchen. Hier haben wir ein Knöpfchen. Der mir jetzt nicht so wirklich hilft. Ups. Öffnet er mir hier irgendeine Tür? Die Tür ist jetzt aufgegangen, ne? Ah. Jägersbogen, ja, nehmen wir mit. Da haben wir noch einen Knopf. Knopf.
Wir nehmen an. Ach so, da können wir dann abkürzen. Also Backtracking wurde gerade belohnt. Sehr gut. Denn weiter hoch. Hier ist noch eine Kiste. Nichts verschlossen. Nehmen wir doch mal Gaudi mit hier. Also hier kriege ich sehr, sehr viel Wasser. Werden wir bestimmt nachher gut brauchen können. Ha! Ich trick sie Stacheln einfach aus. Ich mache einen Doppelsprung drüber. Ich mache easy peasy einen Doppelsprung drüber. Irgendwann werde ich es bereuen. Irgendwann kriege ich voll den Peaks ab. Ja, genau, das meine ich doch. Aber die Gier, die Gier. Egal, machen wir einmal so und einmal so. Und dann passt das auch wieder. Dann regeneriere ich das ja wieder hoch. Okay, hier komme ich nicht durch. Hier hinten ging es weiter. Na. Schau mal, kann ich das Ding hier auch weghauen? Okay. Wenn ich von der einen Seite hier rüberspringe, dann kriege ich Schaden. Aha. Interessant. So, klettern wir hier mal hoch. Mhm. Na, die Falle hatten wir eigentlich auch schon relativ häufig. Oh, die ist ein bisschen fieser. Ah, auch das passt. Nehmen wir noch mehr Wasser. Aha. Irgendwas zum Draufstellen haben wir hier aber nicht, ne? Honig. Ich könnte mal gleich ausprobieren, ob wir mal ein Item hinlegen. Das damit auch geht. Weil die Dinger können wir ja nicht hochheben oder so. Das heißt, wir schmeißen hier. Kann ich hier irgendwie was ab entfernen? Bewegen? Stapel teilen? Kannst du mit entfernen, löschen, sortieren? Nee, das geht leider nicht. Kann ich dich vielleicht mit einem Pfeil auslösen? Nein. Vielleicht mit einer Bombe? Nicht effektiv. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Klar. Man könnte das natürlich jetzt im Multiplayer spielen. Dann könnte sich einer draufstellen. Einer macht das Ding da hinten auf und dann ist gut. Aber ich habe jetzt hier nichts, was ich jetzt irgendwie fallen lassen kann. Im Handwerk, Beschwörungsstab, Garn, Zauberstab. Na, ich habe jetzt auch nicht, um eine Werkbank oder so hier hin zu platzieren, ne? Wir haben weder Garn noch Holzscheite bei. Er kommt dann auch auf so eine Idee hier. Die Tür ist halt zu schnell zu. Das nächste Problem ist,
Ah, nee. Ja gut, so geht's auch, ne? Also, ja, ich habe ein bisschen zu komplex gedacht. Das war einfach ein bisschen zu komplex gedacht, jetzt hier mit irgendwas draufstellen oder so. Ich habe das Ding da hinten nicht richtig gesehen. Alle Ups. Kletter ich erstmal rauf. Mal gucken, ob hier noch was ist. Hier ist noch ein Schalter. Gut, nehmen wir mit. Wasser. So, was haben wir hier noch? Ah, eine Goldtruhe. Mit einem Mana-Ring. 8 Mana-Punkte und Mana-Regeneration. Jawoll. Sowas könnte doch mal für den Zauberer dann gut sein. Weiß auch nicht, ob ich mal auf den Zauberer gehe oder nicht. Wollen wir mal ausprobieren. Wie gesagt, das Umskillen ist ja eigentlich noch billig. Aber erstmal machen wir jetzt den Weg des Kriegers. Oh, ein helles Irrlicht. Was bringt mir das jetzt hier zu sein? Weil ich ja den Knopf da unten gemacht habe, klar. Das bringt mir das. Dann kommen wir hier hoch. Und so wie es aussieht, sind wir ganz oben. Die Niederraue wird von einer Krankheit heimgesucht, ist überflutet von Galle und Bitterkeit. Kämpfe gegen das Miasma an und offenbare die Lichtung, die sich darunter befindet. Unter all dem Verfall liegt eine grenzenlose Wildnis von unermesslicher Schönheit verborgen. Okay, 2 neue Marker hinzugefügt. Halt schon eine schöne Gegend hier, ne? Da hinten scheint irgendwie eine Wüste aufzuploppen. Wie es aussieht, so bergig und so. Aha. Na denn. Da ist eine richtige Wüste zu sehen. Und 300 Meter in die Richtung. Ja, mal gucken, ob wir dann hier von hier oben runterspringen. Wir haben ja jetzt hier den als Schnellreisepunkt. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir dann hier hin düsen. Und hier können wir jetzt von aus schnell reisen. Müsste dann ungefähr von hier aus. Machen wir den als Wegpunkt. So. Und schon wird geflogen. Das sieht sehr heiß da unten aus. Das ist ja richtige Magma da unten. Ich hab dich wohl schon gesehen hier. Komm her, mein Freund. Der Sonne. Vergiss es und schon bist du hinterhältig erdolcht worden. So, nehmen wir nochmal Gaudi alles mit hier. Ich sehe schon, wer hier gleich das Sagen haben wird. Das sehe ich da hinten an denen. Wir sind jetzt ein bisschen weit weg von der Flamme. Ja? Wir sind jetzt eher hier. Gut, dann einmal kurz Wasser nachtrinken. Fleisch nachessen. Bärchen essen. Und dann gucken wir mal. Und den kriegen wir ja auch Felle hier, ne?
Stärke der Vulkan. Diese Vulkanlager ist die Heimat eines Kriegerkults, der sich durch Gewalt und Zerstörung definiert. Ich wünschte, ich könnte näher herankommen, um einen besseren Blick zu erhaschen. Aber das wäre wohl mein Ende. Von Zeit zu Zeit versammeln sich auf diesen Hügel und tragen Gladiatorenkämpfe aus, bei denen der einsame Überlebende gekrönt wird. Ich nenne ihn jetzt den Gladiator. Diese bösartigen, grobschlächtigen Ungetüme verfügen über unglaubliche Kampffähigkeiten und schöpfen ihre Kraft aus dieser Steinsäule, die sie verehren. Wenn jemand verrückt genug sein sollte, gegen einer dieser Gladiatoren anzutreten, empfehle ich, selbst einen dieser Stoßzahn-Buffs auszuprobieren. Okay. Stoßzahn-Buffs? Mhm. Es wird langsam duster hier. Das leuchtet so komisch da hinten. Und das ist, im Miasma hier. Ne, da hinten haben wir einen. So, schon mal triggern hier. Und nochmal gucken hier. Hallo, Gladiator. Ich habe schon gegen schlimmere Gegner gekämpft. Na, hier geht's einfach nur außen rum. Na gut, dann. Wir wollen aber nicht außen rum, wir wollen ja hier mal hoch. Noch hält mich ja das Schwert. Gladiatorenkämpfe klingt eigentlich auch ganz cool. Na, mal gucken. Vulkan Gladiator. Okay, der ist ja wirklich relativ groß. Und er hat mich auch schon gesehen. Oh, es ist effektiv mit einem Stichpfeil auf dich einzugehen, oder was? Ja? Weiß auch nicht, was er macht. Ein Gladiator, das ist ein riesiger. Der haut aber ordentlich auf dem Stein rum hier. Au, au. Ja, ja, ein riesiger, der mir gleich ordentlich den Arsch versohlt. Oh, wei. Da ist auch noch so ein Schamane. What the? Gut, den habe ich besiegt. Gucken. Okay, dagegen hast du Widerstand. Alter, kannst du nicht mal ausweichen. Na gut. Das ist ja mal richtig bös. Was jetzt? Das ist zu blocken, oder was? Das Licht hat dir noch nichts getan hier, ha? Oh, ich bin in den Schlamm getreten. Das war jetzt nicht so cool. Okay, weniger Schaden. Aber der ist eigentlich im Nahkampf recht easy. Ah, schrei doch. Hau ich dir halt von hinten.
Vergiss es. Irgendwo ist da Modderschlamm oder sowas. Der bremst sich immer aus. Spring mal hier in die Mitte. Komm. Ah, jetzt bin ich rausgewichen. Hier ist ja auch ein Modderschlamm. Na komm. So heftig finde ich dich noch nicht. So. Ich würde sagen, dieser Kopf gehörte mir. Was hast du noch? Hirte des Donners hast du noch dabei. Ja gut, nehmen wir alles mit. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Tierfell. Na gut, das Licht von dem Schwert ist jetzt nicht so krank, aber man kann wenigstens ein bisschen was erkennen. Warum leuchtest du noch? Das, ja gut, ich habe den Gladiator besiegt, würde ich sagen. Ist jetzt nur die Frage, warum er noch leuchtet. Segen erhalten. Ja, und was macht dieser Segen jetzt? 30 Minuten lang habe ich jetzt einen Segen. Ja. Wir haben jetzt seinen Gladiator besiegt. Aber sonst hier nichts weiter. Oh. Keinen coolen Loot hier oder so. Vielleicht wird er mit der Zeit wiederbelebt. Können wir mal kurz gucken, war das hier nicht irgendwo unter Charakter? Statusdetails? Das Blut der Bestie durchströmt dich. Okay. Okay. Kann ich nichts gegen sagen? Weiß ich nicht. Er ist aber besiegt. Können wir dich... Moment. Können wir dich vielleicht abernten? Nee. Mach ich nur mein Werkzeug kaputt. Mein armes Werkzeug. Nee, aber sonst haben wir jetzt nichts weiter hier. Können wir Schlamm mitnehmen? Naja, ist ja auch immer nur Erde. Ist einfach nur, damit du absinkst hier. Immer diese bösen Absinkenden. Ja, wir müssten mal gucken, dass wir hier vielleicht mal noch ein Stückchen weiter durchgehen. Mich würde ja mal echt interessieren, da hinten ist sogar roter Nebel. Oh, wer knurrt mich hier an, ha? Du weißt, auf Knurren steht die Todesstrafe. So, nochmal ein Kurzschwert mitgenommen. Ja, unten wird bestimmt ordentlich viel Lava rumliegen, ne? Oh, was haben wir hier? Ha! Hier haben wir nochmal für Feuerstein, okay. Nehmen wir doch mal mit. Oh, ich kann den Heilungsstrom schon gar nicht mehr mitnehmen. Ja, gucken wir mal kurz in den Rucksack. Gut, das Kurzschwert ist nur Stufe 9, das können wir zerlegen. Der ist auch nur Stufe 9. Können wir auch zerlegen. Der ist Stufe 7, meiner ist Stufe 13. Hat noch 3 dazu. Ne, da kommen wir nur auf 10. Kann auch zerlegt werden. Ist sowieso nur blau. Dann könnten wir den Heilungsstrom noch mitnehmen. So. Lila Bären, aber ansonsten haben wir jetzt hier nichts weiter, ne? Hier sieht es so aus, als wenn hier nochmal so eine Lagerstätte von denen ist.
Oh. Erst wirst du ausblockiert. Dann wirst du weggemacht. Oh, die versucht mich zu fangen hier. Los! Die wollten wohl nicht. Hab ich mir schon gedacht. Ich hab schon gesehen, aber trotzdem. Ich wollte nur gucken, ob es auch wirklich was ist. Da hinten haben wir noch einen. Block am besten nicht zu viel. Mhm. Na du Schamane. Hier wird einfach durchgeschnetzelt. Oh. Weg ist es. Wollte er noch schnell blocken? So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt haben wir ja schon wieder ein paar von den Schwertern gekriegt. Hier ist auch noch mal eins. Ja, die übliche halt. Ein bisschen Kleinkram. Na, aber es geht mit dem kleinen Schwert hier. Ja, aber sonst ist hier nichts weiter Interessantes. Hops, hops. Ah, hier haben wir noch ein bisschen was zum Durchsuchen und eine kleine Kiste. Hier jetzt der große Schatz drinne. Feuerball 1. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Ja, gut. Ja, ich will auch nichts wegwerfen. Also, wir sind, einfach nur Fool. Aber es sieht auch nicht so aus, als wenn wir jetzt von hier aus viel weiter kommen. Also hier kommen wir nicht weiter. Weil es geht ja dann gegen Ende der Karte. Da hinten könnte man nochmal machen. Aber ich muss so oder so nach Hause. Egal was ist. Ab nach Haus. Wir müssen uns leer machen. Der Rucksack ist jetzt auch mittlerweile voll. Aber der Buff. Naja, wahrscheinlich mache ich mehr Schaden. So richtig fühlen tut man das jetzt noch nicht so. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.